Hier kommt sie, die Zukunft. Ein Easy-Shuttle auf den Straßen von Bad Sodensalmünster fährt ganz autonom und angeblich bremst das Fahrzeug auch autonom, sobald irgendwas, in diesem Falle ich, auf der Straße steht. Dank Radar, da unten ist er drin versteckt, hat das auch funktioniert. Wir schauen uns dieses Fahrzeug ein bisschen genauer an. Es ist seit Juni auf den Straßen von Bad Sodensalmünster unterwegs. Es fährt 11 Kilometer pro Stunde schnell und es hat Platz für insgesamt 8 Insassen. Und wir werden auch gleich mitfahren. Bei uns ist Thorsten Möginger, der Projektleiter New Mobility vom Rhein-Main-Verkehrsverbund. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das fährt autonom, das Fahrzeug. Trotzdem sehe ich da drin einen Operator stehen. Brauchen Sie den noch? Genau, das ist richtig. Er ist gesetzlich noch vorgeschrieben, dass er im Fahrzeug ist und im Notfall eingreifen kann. Aber diesen Notfall hat es bisher hier nicht gegeben in Bad Sodensalmünster. Das ist richtig. Und er ist noch da, um zusätzlich auch um Hindernisse drumherum zu fahren. Deswegen sind wir ganz froh, dass er momentan noch mit an Bord ist. Dann gehen wir doch mal an Bord frohen Mutes. Türe öffnet sich. Wir setzen uns die Masken auf. Normalerweise würden übrigens reale Fahrgäste hier drin sitzen, aber mit unserem Kamerateam, da sind wir einfach zu viele. Deswegen haben wir gesagt, sind das mal exklusive Fahrten jetzt nur für uns. Wie waren denn so die Reaktionen der Menschen, die Sie bislang hier bewegt haben? Am Anfang hatten sie natürlich Bedenken gehabt, wie es ist, in einem Fahrzeug zu fahren, das kein Lenkrad mehr hat. Aber die Erfahrung zeigt, dass, wenn sie dann mit uns gefahren sind, wirklich mit einem breiten Grinsen aus dem Shuttle wieder aussteigen. Und das zeigen uns auch die anderen Testfelder. Da haben wir eine sehr hohe Zustimmung und die Menschen können sich vorstellen, solche Angebote in Zukunft auch zu nutzen. Und dieses erste Fahrgefühl ist wirklich ganz angenehm. Es schwebt nahezu hier über die Straßen. Wie wird das angetrieben? Rein elektrisch. Wir laden die Fahrzeuge dann immer überdacht mit Ökostrom auf, wollen dazu natürlich auch einen Beitrag zu den Klimazielen leisten und mit dem zusätzlichen Angebot natürlich auch ein Stück zur Mobilitätswende beitragen. Ziel soll es ja sein, den Operator irgendwann nicht mehr zu brauchen und dass solche Fahrzeuge dann auch flächendeckend über Hessen fahren. Wann wird das der Fall sein? Also in den nächsten 2 bis 3 Jahren werden wir Testfelder sehen, wo der Operator dann auch aus dem Fahrzeug draußen ist. Bis es soweit ist, dass wir flächendeckend solche Shuttle im Rhein-Main-Verkehrsverbund haben, wird es wahrscheinlich noch eine Zeit dauern. So, jetzt ist er gerade langsamer geworden, weil wir über so eine Schwelle gefahren sind. Also man merkt, das Fahrzeug reagiert auf vieles und alles. Genau, das ist richtig. So soll's auch sein. Bis wann fährt das denn hier in Bad Sodensalmünster noch? Bis Ende des Jahres sind wir hier in Bad Sodensalmünster unterwegs. Es kann auch gerne noch im Kloster Eberbach ausprobiert werden. Da ist auch eines unserer Shuttle unterwegs. Und ganz exklusiv haben wir am 30. und 31. Oktober die Möglichkeit, dass Fahrgäste auch mal ohne Operator in so einem Shuttle fahren, dann in Frankfurt. Da können Sie sich gerne bei uns melden. Herr Möginger, vielen Dank, dass wir mitfahren durften und dieses Erlebnis schon mal haben durften. Bis Ende des Jahres hier noch in Bad Sodensalmünster für alle möglich. Und die dollste Nachricht ist, man muss nichts zahlen. Es ist kostenlos. In diesem Sinne, wir fahren einfach noch ein bisschen. Genau. Macht ja Spaß. Dankeschön.